Gehen Sie bitte weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Sie haben einen Busch vor den Augen und sonst nichts. Naja, außer vielleicht ein bisschen Let's Go Pikachu mit Glumanda auf Route 11. Da geht's weiter. Dich aber schon besiegt oder was? Nö. Ich bin der Stärkste meiner ganzen Crew. Okay, Freunde, sind hier bald durch und dann... Ja, weiß nicht, Diktatunnel steht auf dem Plan. Oder auch die MSN wollen wir nicht vergessen, ne? Die dritte Arena. All solche Geschichten. Amato, ein weiteres Teammitglied. Ja, also manche haben sich sogar gewünscht. Ja, Fleckmann ist auch Psycho. Er hat noch nicht so wirklich gute Attacken. Pikachu regelt. Ja, was machen wir? Vor allen Dingen habe ich eine Sache spitz gekriegt. Ja, man braucht ja für Glumanda 50 gefangene Pokémon. Und die wollte ich nicht sammeln. Vor allen Dingen, weil ich dachte, es wären 50 verschiedene. Ich brauche aber 50 verschiedene. Jeder von euch braucht 50 verschiedene Pokémon im Pokédex. Sonst kommt man bei einer Arena nicht weiter. Weil jede Arena hat ja so eine Voraussetzung. Mindestens den Level oder, ich weiß nicht, den richtigen Typ dabei haben und so weiter und so fort. Ja, und eine Arena braucht halt wirklich 50 verschiedene Pokémon im Team. Im Pokédex. Ich denke und hoffe auch, dass Weiterentwicklungen zählen. Ich schätze mal schon. Wenn ich gewinnen will, muss ich wohl stärkere Pokémon in den Kampf schicken. Das wäre eine Möglichkeit. Dann sieh mal zu, wie du an die rankommst. Ja, also deswegen... Übrigens ist mit dem Busch, ne? Da gibt es ja wirklich... Ist es da eine Stelle, die kann man überhaupt nicht sehen, so wirklich, da wo das Radfratz jetzt ist. Da hätte ich ein geiles Item versteckt. Was man nicht sehen kann. Hier A drücken. Ich sah übrigens vorhin hier ein Pantymos. Ist einfach mal dazu erwähnt, hier gibt es wilde Pantymos. 5 Superbälle sind hier einfach mal auf der Wiese, neben dem Häuschen. Ja, und da frage ich mich natürlich schon, was jetzt tun, ne? Ein Beleber ist hier versteckt, auch geil. Werden einfach weiterhin jedes Pokémon fangen. Also ob jetzt wirklich jedes, das wir so sehen, was wir noch nicht haben. Und dann hoffe ich, dass ich auf 50 komme. Muss irgendwie. Es dauert aber noch ein bisschen. Ich weiß auch, welche Arena das ist. Ich habe meine Pokémon mit viel Hingabe trainiert. Jetzt müssten sie kampfbereit sein. Es ist ja gut, dass mir das früh genug gesagt wurde. Sonst hätte es ungemütlich werden können. Ne? Göre, Tanja. Der Pummel, Ummel, Ummel. Nee, Traumato muss irgendwas lernen, Kopfnuss oder so, das geht so nicht. Auch hier zwei Kandidaten, die sich gerne einschläfern gegenseitig. Das ist der helle Wahnsinn. Jetzt müsstest du... Whatever. Probieren wir es, solange es geht. Kommt jetzt Pfund? Oder was ist los? Ja, Tatsache. Mensch, Pummeluff, du bist ja so hardcore drauf mit deinem Pfund, das sollte platt in Smash dabei sein, oder? Ein Igler. Das ist die Idee. Ich würde einfach in jedem Smash einbauen, dass jemand rausgekommen ist. Ja, manche machen sich drüber lustig, ne? Pummeluff in Smash, aber, ja, in Teil 1, es war schon... Es gab ja nur insgesamt 12... Im ersten Smash und Pummeluff gehörte dazu. Und damals haben wir uns auch schon gefragt, warum. So viele coole Pokémon, die man hätte nehmen können. Das war ein bisschen ein Gag. Das war ein bisschen Trollen vielleicht, kann man das so nennen. Ja, aber du kannst ja heutzutage keine Kämpfer mehr rausnehmen. Wir würden alle schreien, wo ist Pummeluff? Ja, bei Ultimate ist ja sowieso jeder dabei. Die können den ruhig mal ein bisschen stärker machen. Irgendwie, irgendwas. Nidorina, du kommst mir ganz gelegen. Shit. Der Biss ist natürlich Unlicht. Ja, aber das ist jetzt blöd. Das ist jetzt ziemlich blöde. Mal gucken. Wäre der nicht gewesen mit Unlicht, hätte Fahrradkette...
Sie hat was sehr Effektives mit Unlicht und dann nimmt sie Kampf. Manche Leute muss man nicht verstehen, hä? Das reicht jetzt aber nicht. Da bist du selbst schuld, Nidorina. Da bist du selbst schuld. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Vulcano? Ach, den hatten wir ja leider schon im Team in Let's Play Pokémon Schwarz 2, deswegen kein... Deswegen kein Vulcano in diesem LP. Muss ich noch ablegen. Tschüss, vielen Dank und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen im nächsten Remake oder was? Bis dann und ciao. Glumanda entwickelt sich. Das ist doch nett zu betrachten. Kann man sich definitiv geben. Viel gekämpft hat er ja nicht. Aber dafür haben wir jetzt Glutexo. Glückwunsch, dein Glumanda wurde zu Glutexo. Pokédex-Eintrag Nummer 19. 50 brauchen wir. Ja, aber fast die Hälfte. Kämpft es länger gegen starke Gegner, so gerät es in Aufregung und spuckt manchmal gleißend helle, bläuliche Flammen. Bläuliche Flammen? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Achso, da waren wir schon. Gut, dann gucken wir mal, was, woran es hapert, hier weiterzugehen. Normalerweise müsste das ja Relaxo sein. Wenn du nach Lavandia willst, durchquerst du am besten den Felstunnel. Du kannst ihn von Azuria City aus erreichen. Je mehr Pokémon man fängt, desto schwieriger wird es, originelle Spitznamen für sie zu finden. Meine Pokémon kriegen fast täglich neue Namen von mir, weil mir die alten nicht mehr gefallen. Das ist irgendwie nicht Sinn der Sache. Der Assistent. Huhu, Let's Play Markus. Erinnerst du dich an mich? Ich bin's, Professor Eichs Assistent. Nein? Naja. Jedenfalls hat mir der Professor aufgetragen, zu überprüfen, ob du bereits 30 verschiedene Pokémon in deinem Pokédex registriert hast. Wenn ja, dann soll ich dir die Richterfunktion zugänglich machen. Also, wie sieht's aus? Hast du 30 verschiedene? Verstehe. Ich kann dir die Richterfunktion leider erst geben, wenn du mindestens 30 verschiedene Pokémon-Arten gefangen hast. Tut mir leid, aber so lauten die Anweisungen vom Professor. Ach ja. Ich bin halt so in die Sache rangegangen. Normal machen wir das im LP nicht, aber in diesem Spiel wäre es vielleicht sinnvoll gewesen, alles mitzunehmen, was auf dem Weg liegt. So ein Ärger, ich muss nach Lavandia. Aber dieses riesige Pokémon hat sich einfach mitten auf die Straße gelegt und schläft jetzt tief und fest. Wie soll ich denn da vorbeikommen? Ach ja, das klingt gewohnt. Das klingt vertraut. Das klingt nach Heimat, wenn jetzt hier der dicke Brocken liegt. Der damals auch nur ein Sprite groß war. An der ungünstigsten Stelle. Gut, sind wir mal ehrlich, man könnte dran vorbeilaufen. Jetzt stellt euch nicht so an. Könnte man. Aber das geht zu weit. Das Pokémon schläft. Hier hängt eine Mitteilung. Manchmal hält in dieser Gegend ein Pokémon Mittagsschlaf und blockiert dadurch den Weg. Wenn sie es nicht aufwecken können, empfehlen wir ihnen, einen Umweg zu machen. Wenigstens steht dieser Hinweis da. Soll Kinder geben, die haben sich die Zähne ausgebissen an der Stelle. Ja, ja, gut, dann haben wir die Route geschafft, oder? Ich werde mal den anderen Trainern vor der Nase rumtanzen, aber ich glaube, hier ist Pantimos. Versuchen wir ihn zu fangen. Pantimos! Oh, der bewegt sich so wild, oder wie? Naja, normaler Pokéball. Wie viele Superbälle habe ich denn, wenn ich so fragen darf? Wie kann ich eigentlich meine Bälle wechseln? So. 48? Ja, dann brauche ich ja die normalen nicht mehr. Na, den irgendwie auf super mega gut hinzubekommen, ist vielleicht auch kein leichtes Unterfangen. So wie Pantimos rumzappelt. Pantimos. Traumato gefällt das. Level 19. Pantimos ist begabt im Minenspiel und trainiert dieses jederzeit. Es kann andere dazu verleiten, Dinge zu sehen, die gar nicht existieren.
Das ist schön. Du noch? Hab ich einen Scharnierer gehört? Nee, Tauboga war das. Wie gesagt, das eine oder andere Pokémon, das wir noch nicht haben, versuche ich jetzt doch mal einzusacken. Das ist ja ein kurzer Prozess, ne? Das kannst du mal mitnehmen, so ein Tauboga. Ich denke mal, ich werde auch Raupio. Raupio und Hornlio einkassieren. Einfach mal kurz mit mir tragen, dann haben die Level 10 und entwickeln sich. Pikachu Donnerblitz ist eigentlich eine sehr gute Sache. Ich bin ein riesen Donnerblitz-Fan. Aber unser Pikachu ist nicht zuletzt dank des... Na gut, naja. Ja, das ist blöd. Der Spezialangriff wurde schwächer gemacht für die Initiative. Das ist halt... Aber was sagen die Werte? 90, 100, Alter. Das ist ja nur 50. Ich glaube, trotz allem wäre es angebrachter. Wir brauchen keinen Pritzelturbo mehr, wenn wir Donnerblitz haben. Das ist halt einfach die Sache. Auch obwohl unser physischer etwas besser ist als der Spezial, aber der Unterschied von 50 und 90, Kraft einfach, das ist ausschlaggebend. Dieses kraftvolle Pokémon wacht unermüdlich über sein riesiges Territorium und fliegt weite Strecken auf der Suche nach Beute. Ja, und ich lese so ein bisschen Pokédex-artig vor, schon seit Bloody Platin-Zeiten, nicht wahr? Let's Play Pokémon Bloody Platin habe ich auch einst alle 493 Pokémon der ersten vier Generationen einkassiert. Bloody Platin, also ein bisschen modifiziert, ein Hack, weil es da möglich war, ohne Tauschen und Pipapo wirklich alle Pokémon zu bekommen der ersten vier Generationen. Weißt du, was mir an Route 11 gefällt? Dass sie aus zwei gleichen Zahlen besteht. Das wirkt so schön ordentlich. Finde ich nicht. Ordentlich? Ich finde eine gerade Zahl wie eine 10 eigentlich viel ordentlicher, aber okay. Ich bin nämlich selbst ein sehr ordentlicher Trainer-Coach, musst du wissen. Willst du wirklich einen Trainer-Coach herausfordern? Ja! Na dann, ich werde mich nicht zurückhalten. Legen wir los. Du hast einen fetten Close und deine Unterhose, also legen wir los. Mit deinem Schoß. Dante, Fußballspieler. Was? Da hat dein Radfratz als einziges Pokémon? Hä? Was für ein Level? 21, das ist ordentlich, aber trotzdem. Mach einfach Gipfelwolke. Ich nehme. Oh, Knirscher. Das tut jetzt weh. Okay, ja. Nimm ihn ernst. Er hat fucking starke Attacken auf dem Kasten. Glutexo, dein Debüt. Vor allen Dingen, Radfratz entwickelt sich auf Level 20. Warum? Warum? Mach weiter rauf, Wolke. Superzahn halbiert unsere eigenen KP, die noch übrig sind. Also bei vollen KP macht es in der Tat am meisten Sinn. Na, Geowurf, hau raus. Ja, schon ein bisschen. Ah, das ist schon eine harte Kombo. Fällt mir auch nicht so ganz, bin ich ganz ehrlich. Brauchen allesamt mal ein bisschen bessere Attacken. Außer, wegen der Liebe zu Let's Play Markus bleibt Glutexo am Leben. Das ist ja so schnulzig. Nidorino jetzt, komm. Sehr effektiven Kampfattacken gibst du da den Rest. Aber dass Pikachu schon so früh Donnerblitz lernt, wundert mich ein bisschen. Naja, man will halt diese Starter, die gerade die Experten so ein bisschen belächeln, weil sich Pikachu und Evoli nicht weiterentwickeln dürfen. Man will die einfach ein bisschen pimpen, ne? Man will einfach sagen können, oder ich sag mal, dass sie nicht enttäuschen. Also, ich will einfach sagen können, ja, ihr habt mit denen keine schlechte Wahl. Ich habe jetzt keinen Ruckzuckkeeper oder so. Da sind wir schön vielfältig jetzt. Waren einige schon mal dran. Wie ist das? Ananas.
Force down gehen. Hat sogar verfehlt. Ich hätte ja drauf setzen können, ne? Superzahn. Verdammtes. Ich hätte ja drauf setzen können, dass diese Rauchwolke sich erstmal bemerkbar macht, aber will man es riskieren? Will man es wirklich riskieren? Du bist vielleicht stark. So. Du bist echt stark. Jetzt habe ich gute Laune, deswegen schenke ich dir das hier. 5 Pikachu-Bonbons. Mit einem Pikachu-Bonbon kannst du deinen Pikachu dauerhaft stärker werden lassen. Wenn du auf der Suche nach Bonbons für ein bestimmtes Pokémon bist, solltest du möglichst viele Exemplare davon fangen und sie an den Professor schicken. Dann gibt's Bonbons. Generell will ich mein Bonbon-Glas mal auschecken. Das ist ja wirklich... Früher gab's nur ein Sonderbonbon, aber jetzt alles? Benötigt 1? Erhöht die Initiative. Irgendwie... Weiß ich nicht so recht. Wenn sich verhält wie ein Sonderbonbon, dann hat es ja auch die Eigenschaft, dass bei Level-Ups die Werte nicht so gut werden, oder? Kann das sein? Auf Vulcano will ich doch gar nicht trainieren. Stärke. Den Angriff, ja, den physischen. Dann gibt es Manidorino. Robust. Verteidigung, ja, weiterhin physisch, das passt ja zusammen. Pikachu-Bonbons. Alter, richtig hart. Ist ja nicht so, als wäre das Spiel nicht schon irgendwie ein sau schwer. Na egal. Dann ist das so, das gehört halt zum Spiel dazu. Ihr könnt aber ruhig in die Kommentare schreiben, wenn ihr sagt, Markus, wenn du in Zukunft Pikachu-Bonbons findest oder bekommst, benutzt sie bitte nicht mehr. Oder ihr sagt, du kannst sie ruhig benutzen, die gehören legitim zum Spiel. Es haben sich halt Leute beschwert, mehr oder weniger, dass bei... Wie soll ich das sagen? Es haben sich Leute beschwert, dass wenn hier ganz viele Pokémon gefangen werden, dass die EP halt dabei auch steigen. Gerade die Shiny Hunter. Ja, ja, ja. Gut, machen wir erst die MSN. Machen wir erst die MSN. So ist es gedacht. So wird's gemacht. Die MSN ist ein berühmtes und sehr luxuriöses Kreuzfahrtschiff. Sie macht jedes Jahr genau einmal im Hafen von Orania City Halt. Das stimmt nicht. Aus Gold und Silber wissen wir da anderes. Willkommen auf der MSN. Warte, hast du überhaupt ein Ticket? Na klar. Du zeigst den Matrosen dein Bootsticket. Vielen Dank. Willkommen an Bord. Oh, herzlichen Glückwunsch. Du bist der 100. Passagier, der heute an Bord geht. Dafür bekommst du dieses Souvenir. Mit diesem Fashion Outfit kann man in die frische... kann man die frische Meeresbrise gleich viel besser spüren. Matrosenset sieht bestimmt dämlich aus, aber ist wahrscheinlich jetzt angebracht. Hauen wir raus. Matrosenkappe. Okay. Sieht fast ein bisschen langweilig aus. Matrosen-Shirts. Ich habe mir da mehr erhofft. Pikachu, hast du auch irgendwas? Ich denke mal nicht. Doch, Tatsache. Für die MSN. Gut, Partnerlook. Nix wie rein da. Das wird aber auch nichts für Glutexo sein. Die meisten Trainer haben, oder viele Trainer dort haben wirklich Wasser-Pokémon. Da ist sie, die MS-Anne. Ohne LKW diesmal. Und doch riesig. Rot-Blau sieht sehr lächerlich aus. Let's Play Markus, da bist du ja endlich. Danke nochmal fürs Ticket. Das ist blau. Dieses Schiff ist echt gigantisch. Es wimmelt nur so von Trainern. Sieh an, das ist ja Let's Play Markus. Und Bluesy auch. Wo man sich überall über den Weg läuft. Oh, hallo Blau.
Machst du eine Kreuzfahrt? Nee, ich wurde nur zu einer Party hier auf dem Schiff eingeladen. Ich mache mich aber gerade schon wieder auf dem Acker. Auf der Party gab es eine Menge Souvenirs zu ergattern. Hier, ich gebe euch gerne was ab. Das ist nicht blau. Wo ist blau? Okay, du erhältst ein Yantaras Sablé. Blau? Versteigerung, okay. Ja, eine Sache noch. Auf der Party habe ich schlimme Gerüchte aufgeschnappt. Sagt euch Team Rocket etwas? Ich habe schon mal gegen die gekämpft, Alter. Echt jetzt? Für dich ist Angst wohl ein Fremdwort, was? Jedenfalls scheint Team Rocket eine gefährliche Organisation zu sein, die Pokémon ausnutzt, um Profit aus ihnen zu schlagen. Und das ist ja wohl echt das Letzte. Ich werde mir diese Loser mal aus der Nähe ansehen. Ihr zwei passt gut auf euch auf, verstanden? Bis dann und ciao. Ist echt merkwürdig. Ja gut, ich schätze, dass es wenig später nach der Handlung von Rot-Blau spielt, weil... Er ist ja irgendwie bekehrt. Er denkt sich so, ich muss es irgendwie besser machen. Team Rocket? Wenn du dich das nächste Mal mit solchen Leuten anlegst, holst du mich dazu, hörst du? Nö. Nicht freiwillig. Einige der Passagiere sind schon so lange an Bord, dass sie sich nach Abwechslung sehen. Wunder dich also nicht, wenn dich der eine oder andere zu einem Pokémon-Kampf herausfordert. Gut, gucken wir uns die Zimmer einfach schon mal an. Labend. Stuart, ich hätte gern etwas Süßes. Bringen Sie mir doch bitte eine Vanilleschnitte. Darauf kannst du lange warten. Wo sind wir denn hier? Im Selbstbedienungsladen? Manche Leute sind es einfach nicht anders gewöhnt, ne? Knuddel, Knuddel! Mein Knuddelhof und ich gehen immer zusammen auf Reisen. Oh, so eine Kreuzfahrt ist einfach wundervoll. Aber ihr steht doch vor Anker, also, naja, gut, ihr seid die ganze Zeit doch hier. Wenn die MSN ein paar Tage Pause macht, dann macht ihr auch ein paar Tage Pause. Meine Pokémon stammen aus aller Welt, du musst die sehr immer ansehen. Ich war gar nicht so hundertprozentig darauf vorbereitet, dass ihr kämpfen wollt. Also, ich weiß es schon, Alexis. Aber ihr sah irgendwie gerade nicht so aus, als ich den Raum betrat. Oh, eine Schönheit. Wahnsinn. Das macht Nintendo doch mit Absicht. Puh. Spaß am Rande. So. Ist ja immer nur einfach Spaß. Traumato. Trovato, Tomato. Er sollte echt mal was lernen. Mein Kandidat für Psychokinese in der Tat. Pantymos, wenn es wirklich auch Pantymos so wild gibt, dann wäre das vielleicht auch eventuell eine Überlegung gewesen. Aber in der ersten Gen war Pantymos eines der Pokémon, die man nur per Tausch erhalten hat. Und die waren mir schon immer ein Dorn im Auge. Ich glaube, Rosanna, Pantymos und Porenta. Und noch jemand. Aber ich glaube, ich komme gerade nicht drauf. Pikachu. Cool. Ja, und du konntest quasi in Rot-Blau-Gelb überhaupt kein Pokémon haben, das den Namen Porenta trägt. Oder überhaupt kein Pokémon haben, das den Namen Pantymos oder Rosanna trägt. Weil die hatten alle Spitznamen. Und Spitznamen von fremden Trainern kannst du auch nicht ändern. Damals zumindest nicht. Was halt blöd ist. So, Traumato, ich würde dir voll gönnen, dass du das noch hinkriegst. Ich drück dir alle Daumen, die ich habe. Ist nicht mehr verwirrt, aber es setzt eine Attacke ein, die nicht sehr effektiv ist. Ja, good job, Traumato. Alle haben weibliche Pikachu, ist das so ein neuer Trend? Ich finde den klassischen Schweif irgendwie angenehmer. Oh nein, dabei sind das doch Pokémon von Welt. So doch wissen, was du in den Kampf schickst. Da musst du auch, ja, damit rechnen. Da musst du auch wissen, was du denen antust. Traumato rausnehmen. Ich bin total im Pokémon vernarrt. Du auch? Vernarrt? Ich tue mich schwer mit Begriffen zu. Ich mag Pokémon und spiele es sehr gerne. Mankey. Ah, Mann. Das ist eigentlich sollte... Traumato kann ja keinen einzigen Angriff mehr erleiden. Eine Konfusion erreicht, bezweifle ich auch fast. Naja gut, was soll der Geiz?
Was soll der Geiz? Machen wir's rund. Dat Menki. Einmal im Jahr liegt die MSN ab. Das ist halt echt gelogen. Ein Pokémon Gold, Silber, Kristall, Hard Gold, Soul Silver. Wobei, Moment. Nee, ich hab. Das stimmt noch nicht mal, was ich erzähle. Das ist die MS Aqua, heißt sie da, glaube ich. Das ist ein anderes Schiff gewesen. Dann kommt sogar wirklich hin. Die MS Aqua kann quasi jederzeit wechseln zwischen Oliviana City, heißt es, glaube ich, und Orania City. Johto und Kanto. So ein Paraheiler war es das wert. Nicht wirklich, aber ja. 100% Kurs. Meine Kinder und ich haben uns eine kleine Weltreise gegönnt. Und ihr seht die ganze Zeit nur das Schiff. Hartes Schicksal. Und du? Psst, ich bin ein Mitglied der internationalen Polizei. Ich bin Team Rocket, dicht auf den Fersen. Lebel, bist du's? Verkleidet? Man hat schon Pferde kotzen sehen. Was auch fehlt, dass es Türen hier gibt. Oder diesmal halt nicht. Das sind einige. Du siehst müde aus. Ruh dich doch am besten hier kurz aus. Oh, Heilung einfach mal hier. Sehr schön, ihr seht richtig erfrischt aus. Oh, entschuldige, war das dir zu aufdringlich? Ich habe mir bloß Sorgen um dich gemacht, weil du dich an meinen kleinen Bruder erinnerst. Alles cool. Heile mich, wie auch immer du das anstellst. Unter Verwendung ganz vieler Tränke, wach. Hm, wer bist du denn? Hier einfach ohne ein Wort reinzuplatzen. So ein unhöfliches Kind. Die größten Meckerbolzen des Spiels. Chillen in der MSN. Gentleman Robert. Robert! Mit einem Fukano. Alles gutio, alles gutio. Ich hoffe, es ist für euch vertretbar, dass Pokémon Let's Go Pikachu einmal am Tag kommt und das immer so gegen 18 Uhr oder ab 18 Uhr solltet ihr damit rechnen dürfen. Hat sich ja ein bisschen rauskristallisiert, ne? Jeden Tag 18 Uhr Pokémon, 16 Uhr Spyro und 14 Uhr irgendwas anderes. Aber die Sendezeiten sind fest. Natürlich funktioniert die Verwirrung bei den Gegnern nicht. Bis Smash erscheint. Smash und Yo-Kai Watch. Was ich dann mache, das weiß ich nicht. Noch nicht. Bis zum 7. September. Bleiben wir aber so auf dem Kurs. Manche werden sagen, mehr Parts, mehr Parts. Ich meine, Sekunde das 1 betonte, aber... Aber ich hoffe, das ist für euch auch okay. Nee, Traumato fehlt wirklich so der Burn-Angriff. Überlebt er das auch nicht mal mehr. Ich setze mal drauf, dass die Verwirrung uns auch mal gediegen ist, gewogen. Sieht nicht so aus. Komm, Risky. Seine Verwirrung verletzt ihn selbst. Jawohl. Reicht immer noch nicht, dass wir... Oh, das ist so schade. Oh, ist das schade. Ah, er wird auf jeden Fall down gehen. Also, ich meine... Ich kann nochmal Glück haben. Nee. Ich habe nur drauf gesetzt. Ich weiß, ich hätte wechseln können und so, aber ich habe einfach jetzt drauf gesetzt. Das ist bitter für Traumato. Ehrlich. Es wäre nur der Super-GAU gewesen, wenn das trotzdem nochmal rumgerissen hätte. Hier der Kratzer. Leg dich auf die Seite. Hör das wirklich keine Manieren. Aber starke Pokémon.
immer Traumato kurz zurück ins Leben, haben wir hier kein eigenes Zimmer, wo wir uns ins Bett legen können. Das wussten die meisten ja überhaupt nicht in den Originalen. Okay, nächstes. Ich weiß, ist vielleicht ein bisschen... Wie liegt er denn da? Weißt du, was der größte Luxus ist? Eine ausgedehnte Kreuzfahrt buchen und dann den ganzen Tag in der Koje faulenzen. Was, das kannst du auch zu Hause in deinem Bett machen. Musst du nicht im Luxusdampfer bezahlen. Hier geht's runter in the kitchen. Noch mehr Räumlichkeiten. Ja, aber die Partlänge ist schon wieder erschöpft. Sei das nächste Mal unbedingt wieder mit dabei. Mit ganz viel MSN-Action. Das ist der Plan. Okay. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Bis dann und ciao.